Hallöchen Leute, ihr seht jetzt hier nochmal mein C64 auf dem Tisch und hier liegt ein MOS-Chip. Das ist der aus dem C128. Das ist der 8580 R5 SID-Chip. Den will ich gleich hier drinnen testen. Ich habe jetzt schon mal Software alles geladen und wir hören uns jetzt nochmal an, wie das sich anhören müsste. So, diese zwei Töne, also das, was da jetzt kam, das hört sich hier richtig an. Beim C128 war ja da was nicht ganz richtig. Jetzt tausche ich den mal schnell aus, lade das wieder so weit rein und dann hören wir noch mal rein. So, nun bin ich wieder da. Hier ist der MOS-Chip aus meinem C64. Ich habe das schon wieder so weit geladen und jetzt hört mal hin, der ist wirklich kaputt, der aus dem C128. Und da brauche ich einen neuen. Ich hatte jetzt die Hoffnung, dass er doch nicht kaputt ist, aber der ist kaputt. Das ist jetzt natürlich scheiße. Muss ich einen neuen kaufen. Da werde ich aber dann den Twin SID oder wie auch immer der heißt, irgendwie so ein SID Replacement kostet so, weiß ich nicht, 23, 24 Euro. Ein Originaler bin ich bei ungefähr 50, 60 Euro bei. Macht nichts, geht nicht anders. Ob ich den dann hier reinsetze, in den, also hier, den neuen hier reinsetze oder in den C128, muss ich mal entscheiden, muss ich mal gucken, was besser ist, weil der SID-Chip noch für Maus und Pedal irgendwie AD-Wandler oder was drauf hat. Dieser Replacement soll wohl nicht mit Pedals und mit der Maus klarkommen. Muss ich schauen, kann ich jetzt nicht genau sagen, ob das wirklich so ist, wo ich das am ehesten brauche. Muss ich dann entscheiden. Gut, das war eben ein kleines Quickie-Video. Länger mache ich es jetzt heute nicht. Das war jetzt halt nur der Test, dass der SID-Chip doch kaputt ist. Schade. Na gut. Also RAM besorgen und SID-Chip besorgen. Gut. Vielen Dank fürs Zugucken. Tschüssi.